Good morning, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir bzw. auch von der lieben Kim. Ihr kennt sie sicherlich alle unter dem Namen Just Kimberly. Ist eine ganz, ganz liebe Maus und ich muss sowieso sagen, es ist so ganz besonders mit ihr, weil... Jetzt ist sie richtig schnulzig. Sie war nämlich die erste YouTuberin, mit der ich ja damals mich zusammengetan habe und wir unser Essen getauscht haben. Und seitdem stehen wir auch noch in Kontakt und drehen jetzt einen zweiten Teil, was mich sehr freut. Von daher werden wir heute ganz nach Kims Vorlieben essen. Und dasselbe hat natürlich auch sie getan, deswegen schaut super gerne bei ihr vorbei. Ich verlinke euch das Video unten und bin auch gespannt, wie ihr mein Essen geschmeckt hat. Sowas macht mich immer ein bisschen nervös, aber ich hoffe, das Beste jedenfalls. Machen wir jetzt mal Frühstück. Und ich habe das hier auch gerade schon stehen, sehr in der Wahnsinn. Perspektive, hör mal. Ich habe mir nämlich gestern dieses Müsli hier gekauft, denn, na gut, jetzt habe ich es ja irgendwie schon vorweggenommen. Ich blende euch mal das Video ein und dann hört ihr mal. Ich weiß es ja irgendwie schon, was es zum Frühstück gibt. Hello Girl, ich freue mich wieder auf ein gemeinsames Video mit dir und ganz viel Liebe an dich. Gehen erstmal raus und jetzt zum Frühstück. Es gibt Crunchy Müsli mit Milch. Am liebsten mag ich Mandelmilch. Und Crunchy Müsli, dieses Keks, Schoko, finde da, also da gibt es so verschiedene Brands, die richtig gutes haben, von Vitalis oder Köln, glaube ich. Heaven. Finde ich auch mal wieder ganz cool, das zu probieren, weil, die meisten kennen mich wahrscheinlich, ich esse halt irgendwie morgens zum Frühstück nicht so Müsli oder Cornflakes. Ich kann euch nicht mal sagen, warum, weil es schmeckt ja schon lecker, aber irgendwie, na doch, ich kann es euch sagen, es ist irgendwie für mich so kein Frühstück, obwohl es das eben für die meisten Menschen ist, da bin ich einfach seltsam. Aber das ist so ein Worst-Case-Fall. Wenn ich kein Brot habe, keine Brötchen, keine Lust auf Pancakes habe oder French Toast oder was auch immer, dann kommt dann höchstwahrscheinlich das Müsli. Aber auch nur dann, und das ist dann nämlich sehr selten. Deswegen finde ich aber sowas immer ganz cool, dass ich ja quasi aber jetzt trotzdem mal hier heute in den Genuss komme, mal wieder hier Müsli zu frühstücken. Der Anna hat es ja auch schon probiert, aber das ist irgendwie nicht so meins. Fertig. Das ist halt wirklich mega praktisch am Müsli, dass man halt in 2 Sekunden sein Essen, und man sieht mich ja gar nicht, in 2 Sekunden sein Essen hat. Da sehe ich ein, das hat schon seine Vorteile. Dann lass uns das doch mal, ich glaube sogar, das ist doch dieses ganz berühmte, habe ich gar nicht so richtig hier ausgeführt, dieses Schokokeks-Müsli. Ein paar Freundinnen von mir haben schon öfter über die Jahre von so einem Schokokeks-Müsli gesprochen und ich glaube, das könnte echt das sein. Das schmeckt nicht so süß, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das ist gut, weil ich mag das immer nicht so bei so Müsli, wenn die halt einfach zu süß sind. Sondern das, ich erzähle euch jetzt gerade, wie das schmeckt. Wahrscheinlich hat das eh schon die ganze Menschheit probiert. Aber das ist wirklich sehr angenehm zu essen. Außerdem mag ich sehr, dass da auch schon Schoki-Stückchen drin sind, weil so ein bisschen Schoki am Morgen muss schon sein. Ah, man könnte dann sagen, hör mal, das trickst du hier noch rum oder was? Jetzt ist dann. Also doch, ich muss sogar sagen, ich bin jetzt auch gerade für den Moment gut satt. Muss ich sagen, ich unterschätze es ja immer voll. Aber wartet ab, der kommt bei mir halt dann auch wieder wahrscheinlich in, ich gebe mir 1,5 Stunden, dann melde ich mich wieder hier. Ich weiß nicht, irgendwie, das hält mich halt nicht lang satt, das ist das Problem dabei. Aber lecker war's, lecker war's. Arne ist fertig mit der Uni. Wir haben jetzt kurz vor 1. Erkennt man daran, dass er schon am Handy hängt? Das ist immer ein gutes Zeichen. Dann ist die Uni. Du machst noch ein Päuschen, ne? Und er ist fertig mit Vorlesung. Jetzt bearbeitet er nach. Aber wir brauchen jetzt eine kurze Essenspause. Wir bestellen uns nämlich jetzt jeweils eine Pokéball. So cool! Die liebe, meine Kamera kommt darauf auch gerade nicht so klar. Die Kim, ich kann euch gerade mal das Video einblenden, ist die Beste. Und Mittagessen gibt es ein richtig Standard-Kim-Mittagessen oder Abendessen. Ich liebe Pokeballs. Ich glaube, du hast ja auch jetzt den großen Luxus, in Frankfurt zu wohnen und kannst es ja auch dort einfach bestellen oder dich abholen. Das mache ich jedenfalls immer bei verschiedensten Pokeläden. Also einfach eine gemischte Pokeball. Lieblinge, was immer bei mir rein muss, sind Seetang, Kimchi, Edamame, geröstete Zwiebeln und ja, Gurke, rote Beete. Dann bin ich glücklich. Und eine leckere Peanutsoße dazu. Ja, das werden wir uns jetzt mal ganz rasch hier bestellen. Und dann melden wir uns zurück mit Essen, ne? Sie.
Gut. Wäre auch so schön gewesen, wenn wir jetzt auch genau die Kombination von Kim finden würden. Ich kann auch leider hier keine eigene Bowl kreieren, was ich ein bisschen schade finde. Aber sie hat sonst dazu geschrieben, wenn ich das nicht finde und nicht zusammenstellen kann, dann kann ich mir einfach die vegane Bowl bestellen. Und genau, deswegen werde ich jetzt hier die Vegan Wave, kann ich das mal zeigen. Tofu, Gurke, Mango, Edamame, Kokosnuss, Chips, Cashewnüssen und Chiasamen in Regular, denke ich mal. Willst du Large, Schatz? Wie viel Kleiner hast du? Ach, heute kennen wir keinen Preis. 9,90 Euro oder 12,90 Euro? Hm. Irre, wir wollen noch nicht mit Platzsalat, wir wollen natürlich mit Reis. Was soll das denn? Mit nee, Reis? Du bist groß. Du nimmst groß, okay. Hm. Endlich, das hat so lange gedauert. Einer der Gründe. Hä? Das sollte um. Nee, das sollte um 13.15 Uhr kommen und wir haben 13 Uhr. Wo ist der Eimer? Ich habe die Uhrzeit, ich habe geguckt. Wir haben 13.38 Uhr. Es hat fast 15 Minuten, nee, 20 Minuten länger gedauert. Noch länger! 22 Minuten, 23. Ja. Oh, wie süß sieht das bitte aus? Wir hatten eh noch nie in Frankfurt hier eine Pokéball. Wir hatten es immer vor, gell? Aber nie gemacht. Mhm. Danke, liebe Kim! Also, es ist aber auch nicht so, als würden wir jetzt nicht neue Sachen ausprobieren, aber irgendwie, das hat noch gefehlt in der List. So. So. Los geht's. Mit Liebe. Immerhin, was unsere Bowl gemeinsam hat, Kim, wir haben auch Erdnusssoße dazu bekommen. Dann machen wir doch jetzt mal unsere aus. Sieht so schön aus, ich muss euch das gleich mal zeigen. Mein Haar ist hässlich. Außerdem nach dem DFB-Pokal-Triumph muss man ja ein bisschen... Aber nee, Schatz, da kommt die Lehrerin aus mir raus. Man sieht keine Kappe im Unterricht. Das ist unfreundlich. Wir sind ja nicht im Unterricht. Wir sind in der Freizeit. Ist ja immer Schatz, doch, man sieht ihn. Dann lass er halt auf. Ich bin später nicht so eine Spießerin. Ich glaube, ich lasse den schon in die Kappe auf. Aber uns wird das immer das so gesagt. Ja, wir sollten auch immer unsere Jacken ausziehen. Ich dachte mir, was ist denn hier los? Wirklich, das muss ich kurz erzählen. Und dann geht es mit dem Essen los. Es war Dezember damals, ich war in der 8. Klasse und eine Freundin hat halt gefroren, gut, sie hatte halt auch einen Top an, so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht hat sie verschlafen oder so irgendwas gegriffen. Und sie hatte halt dementsprechend ihre Winterjacke halt im Unterricht an, so. Es war halt auch keine Heizung, die hat eh nie funktioniert bei uns in der Schule. Und dann hat unsere Musiklehrerin verlangt, dass sie sich jetzt auf der Stelle auszieht. Sie so, ich habe aber einen Top an, ich friere. Sie so, du ziehst dich jetzt aus. Und dann hat sie ihre Jacke ausgezogen, hat halt die ganze Stunde lang gefroren. Ja, ich hatte die halt auch noch so, Oberstufe. Also, ich weiß nicht mehr viel aus der Mittelstufe, aber das habe ich mir gemerkt, weil das ist schon übel. Seltsam. Ich muss sagen, dafür, dass das ist unsere. Ich weiß nicht, ob ihr die Marke kennt. Wir haben übrigens bei Aloha Poke bestellt. Und das sieht wirklich eigentlich ganz süß aus. Ich mag es auch immer voll gerne, wenn der Mango dabei ist. Dann gerade eh eine hier drüber. Oh, das sieht ja wirklich super aus, du. Ah, das ist Zwiebel, Nuss und Chia. Wir sind gespannt. Wir mögen ja auch eigentlich mega gerne Bowls. Ich mache die auch gerne. Deswegen, ich wusste auch nicht, ob ich die selbst machen soll. Weil auch sowas wie Kimchi hätte ich gar keine Ahnung gehabt, wo man das herbekommt. Aber ich danke dir, Kim, dass wir bestellen durften. Ich auch. Ja, ich habe ihr natürlich wieder hier dreimal aufgegeben, irgendwas zu machen. Richtig gemein nochmal. Mmh. Stimmt. Der andere hat schon eine große. Ich habe mich das aber nicht getraut. Ich habe einfach eine normale genommen, aber die macht mich meistens eh immer satt. Oh geil, ja doch. Sie merken bei uns die Adresse hier. Mhm. Also hier auch wieder. Aber es ist ja eigentlich immer so bei Lieferanten, ich lerne halt auch nicht raus. Ich muss halt mal eine Stunde vorher bestellen, weil es kommt eh mal zu spät. Aber da können wir öfter bestellen. Bin ich dabei. Und die Soßen kann man auch nicht so gut machen, wie wenn man es bestellt. Ich wollte gerade sagen, ja. Eigentlich kann man es so easy zu Hause nachmachen, aber bei der Soße bin ich halt raus. Ja, ja. Ich habe auch gestern Curry gemacht für meine Freunde und es hat irgendwie lange geschmeckt, aber sie haben es mir nicht gesagt. Ich meine, nein, ist doch voll lecker. Und so, I doubt it. Dann haben sich die Sojasauce nachgegeben. Also, Manu! Was gibst du jetzt als Resultat von 0 bis 10? Na, 8,5. Oh. Nee, ich gebe eine 9. Eine gute 9. Aber auch nur, weil noch weitere kommen werden. Ansonsten wäre es für 10. So. I'm done. Le Monsieur muss ja Large nehmen. Hat noch Reis über.
Schmeckt halt aber auch nicht mehr so lecker, wenn die Soße halt, ups, jetzt sieht man nicht. Das schmeckt war auch halt ein Fehler im System. Ich hatte genauso viel bzw. wenig Soße wie du, obwohl ich eine große Portion hatte. Also verhältnismäßig hatte ich viel weniger Soße als du. Ja, da wurde ich schon stimmt. Verarscht. Ja, meine war schon saftig. Ich war nicht trocken. Und man ist gut satt geworden, bin ich. Aber ich habe schon gerade zum Arne gesagt, meine hat, glaube ich, 9,90 Euro gekostet und Arne ist 12,90 Euro, oder? Schon natürlich ein bisschen teurer, aber davon muss man ja bedenken, war es sehr frisch. Und wir hatten Mango und meine Mama und so, Tofu. Echt sehr, sehr lecker gewesen. Also, we like it, Kim. Sehr, sehr lecker. Ich habe jetzt gerade mein Video fertig geschnitten und Arne macht jetzt gerade mein Thumbnail, wie immer. Und ich hole jetzt im Gegenzug dazu für ihn aber auch einen Snack. Und zwar richtig, richtig cool. Ich blende euch mal ein, was jetzt der Snack sein wird für jetzt. Freue mich. Snack Time. Dunkin' Donuts. Boah, ich zuchte zurzeit sowas von Donuts. Und die hatten jetzt auch in der Winterzeit so leckere Donuts, die ich durchgetestet habe. Und überhaupt, ich liebe einfach Dunkin' Donuts. Da kommt für mich einfach nichts dran. Und dazu noch ein Cappuccino. Lasst dir schmecken. Boah, wirklich, Donuts, ich könnte stundenlang Donuts essen, also ich glaube, du wirst es lieben. Ich liebe dich, Kim. Liebe ist, dass wir diese Donut-Liebe teilen, weil es ist echt krass bei mir geworden. Und dem Arne bringe ich jetzt auch einen mit, ne? Und die uncoole Nachricht ist, dass es wieder einen Kaffee gibt. Das ist nicht so nice. Mhm. Irgendwie habe ich das Gefühl, das verfolgt mich so krass gerade in letzter Zeit. Das ist wirklich schlimm, aber gut. Irgendwann... Ich sag euch, gegen Ende des Jahres mag ich das sogar auch, so oft wie ich das gerade trinke. Yay! Ich hoffe, der Donut wird dir jetzt schmecken, wenn ich den mitgebracht habe. Ich habe so ein bisschen gemacht, dass wir Hälfte-Hälfte so schnibbeln. Also einmal. Ich habe mich für zwei gefüllte entschieden. Gut. Weil ich dachte schon, gut. Die sah nämlich schnappig gut aus. Gut, gell? Ja. Doch, der hat mich angelacht und. Wo legen wir den guten denn ab? Matching. Ich mag grün. Und dann habe ich mir. Also uns. Aber der hat mich richtig angelächelt. Uff. Erst überlegt, den zweimal zu holen. Den kannte ich auch noch gar nicht, der ist neu. Zumindest war er nie da, als ich da war. Ein Oreo Cheesecake. Ja, Cheesecake Chocolate Oreo mäßig gefüllt. Und da war ich so, aha, habe ich mitgenommen. Da gab es nur noch zwei von. Und ich habe schon gerade zum Arne gesagt, ich weiß nicht, ob ihr mir auf Instagram folgt, ich verlinke euch mal hier meinen Namen. Ich habe mir jetzt einen Neujahrsvorsatz genommen, keine Plastik. Becher mehr zu verwenden und siehe da, sie hat einen Plastikbecher in der Hand. Ich habe es echt noch nicht geschafft und ehrlich gesagt vergessen, den zu kaufen, aber ich bin morgen mit einer Freundin in Stuttgart, wir machen so ein Girls-Wochenende und da hole ich mir den. Also wir wollen auch in die Stadt gehen und ich mag mir auch keine Klamotten kaufen, aber ein Becher, der muss her, weil es hat mich selbst genervt, wirklich. Die eine hat mich auch ein bisschen böse angeguckt und ich war so verdient irgendwie. Wie schmeckt der denn? Ja, wie ein Cappuccino. Also es ist wirklich einer. Also ich habe mir jetzt keinen Kakao oder so bestellt, falls es jemand denkt. Ich überprüfe. Ja, ja, du kannst auch überprüfen. Überprüf. Aber schmeckt doch gut. Der schmeckt nach Kaffee. Es ist so unfassbar frech, er war wirklich noch im Oktober, was so meiner Meinung, dass Kaffee nicht schmeckt. Kaffee. Und jetzt geht das so schnell Kaffee bei dir. Mag ich auch nicht. Aber sobald da viel Milch drin ist, Cappuccino, Hafermilch ist drin, Creme, bla bla bla, da kann man schon trinken. Ja, aber es gibt halt deutlich, also es ist jetzt, ja, ich bin jetzt auch so, es ist jetzt nicht eklig, eklig, aber es ist halt nicht so lecker. Und da finde ich halt... Dafür ist ja der Donut, ne? Ja. Also. Ich wusste doch gar nicht, dass du Kaffee trinkst, Kim. Ich bist ja gerade in meinen Haaren. Wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, aber... Jetzt weiß ich's. So, auf Kim. Wirklich so cool. Ich lieb's. Fluffy. Boah, die Füllung ist geil. Schmeckt das nicht? Ja, doch, doch, aber ich habe noch keine Füllung. Das ist Käsefüllung dann quasi. Mhm. Das ist cool. Cheesecake ist so ein bisschen vanillemäßig. Ich kann das nicht so beschreiben, was genau meins. Also so ein bisschen vanillig. Und die Creme ist auch richtig lecker. Ja, die Füllung ist auch gut. Das ist schön mit Schokolade.
Ja, deiner hieß Triple Chocolate. Boah, der ist auch Hammer. Ja, ich finde den besser. Nein, also gegen Oreo. Ich finde beide gut. Ja. Beide auf ihre Weise, weil die Füllung schmeckt wie der wie der Aldi High-Protein-Pudding in Schoko. Wirklich so schmeckt das. Das war lecker, das kann ich euch sagen. Ein Donut ist immer eine gute Wahl, ne? Gutes Abendessen ist vielleicht auch schon wieder so eine richtige Kim-Kombi, die niemand so isst, außer ich. Ofengemüse, dann ist einfach Käsegemüse, ein bisschen Gewürze drauf, ab in den Ofen damit, ist fertig. Dann eine Rolle harzer Käse. Ich weiß nicht warum, ich weiß, es ist gewöhnungsbedürftig und die meisten Leute mögen es nicht, aber ich habe es richtig lieben gelernt, auch durch meine lieben YouTube-Community, weil ich es da auch in einem Video probiert habe und seitdem gibt es mich nicht mehr ohne. Ah ja, und dazu, was ich auch für mich entdeckt habe, sind Veggie-Fischstäbchen und Ketchup. Enjoy! Ja, das habe ich jetzt gerade versucht, so ungefähr nachzumachen. Ihr seht, ganz unten ist Ofengemüse und Fischstäbchen. Da gehe ich auf jeden Fall noch mit, da sage ich ja. Beim Harzkäse bin ich wirklich mal gespannt, weil das jetzt nicht so was wäre, was ich jetzt essen würde. Aber wir probieren es einfach mal. Ich habe es auch noch nie gegessen, glaube ich. Ich habe nur Handkäse immer mit Mussig gegessen, weil das aus Hessen kommt. Und das ist schon lecker. Habe ich früher sehr oft zu Hause gegessen mit Kümmel. Und ja, dann habe ich noch eine Ladung Ketchup oben drauf gegeben, was ich sonst normalerweise auch nicht machen würde. Bin jetzt wirklich mal gespannt auf den Käse. Erinnert mich gerade so ein bisschen an Raclette-Käse, weil der so verschmolzen ist. Wenn es jetzt auch so schmecken würde, wäre schon ein Hauptgewinn, muss ich sagen. Ich habe gerade nur den Ketchup geschmeckt. Aber der Käse, muss ich sagen, der kommt dann im Nachgeschmack raus. Und ich kann es nicht so beschreiben, ich kann Käsesorten nie gut beschreiben. Also mit dem Käse und dem Gemüse würde ich mitgehen, so in der Kombination. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich Ketchup drauf machen würde. Ich mag jetzt aber mal hier so ein Fischstäbchen probieren. Dazu bin ich richtig gespannt, weil es gibt so wenige Fischalternativen bisher. Ist aber schon mal ein schöner Fortschritt, dass es Fischstäbchen gibt. Und zwar auch mittlerweile echt genug von verschiedenen Marken. Ich warte noch geduldig auf Veggie-Garnelen. Dann wäre ich wirklich happy und dann würde mir wirklich nichts mehr fehlen. Vielleicht noch Lachs. Ja, die schmecken richtig. Die schmecken wirklich zu 80% gleich. Aber für mich reicht das. Das schmeckt mega lecker und auch so von der Konsistenz her. Es ist mega geil. Die Panade allein und das Fischige innen drin schmeckt und fühlt sich genauso an wie echte. I like. Ich hatte nämlich, glaube ich, die von Iglo mal ausprobiert, die vegetarischen. Aber ich glaube, mir schmecken die sogar besser, weil die echt fischiger schmecken. Kann ich also empfehlen. Und den Käse, da muss ich ihr wirklich recht geben. Es ist mega weird, aber es schmeckt mit dem Gemüse echt lecker. Eine ganz süße Bowl. Finde ich wirklich lecker. Bis auf den Ketchup würde ich genau alles so machen. Ich wüsste tatsächlich nicht, was ich für eine Soße nehmen würde. Vielleicht halt eher, ich bin eher so die Hummusmaus. Aber sonst mögen wir das sehr. Zu guter Letzt dann auch wieder ein richtig typisches Bowl-Essen. Man könnte auch einfach denken, ich ernähre mich den ganzen Tag nur von Bowls. Aber jetzt eine Nachtisch-Bowl. Und zwar das High-Protein Mousse von Ehrmann in der Sorte Vanille. Dazu einen Salted Caramel Pudding von Rewe. Die mag ich immer am liebsten. Aber du kannst sonst auch irgendeinen Protein-Pudding nehmen. Dann zwei Kinderriegel und eine Handvoll Nüsse. Das ist für mich so eine perfekte, abgerundete Bowl zum Ende des Tages. Wir müssen, glaube ich, gar nicht mehr abstreiten, dass Kim echt eine Bowls-Maus ist. ich bin gespannt, ich habe sowas noch nie gemacht, ähnlich wie beim Abendessen. Ich habe noch nie irgendwie beide Protein-Puddings gemischt. Also ich habe das schon mal mit Porridge gemacht, das schmeckt richtig lecker. Aber jetzt so die beiden und darüber quasi auch Kinderriegel, das habe ich irgendwie noch nie gemacht. Also echt sehr interessant. Finde ich aber ganz cool, weil sie nicht so 0815 ist wie ich, die halt nur Schokolade isst. Pur. Okay, wow, das ist wirklich wild, diese Kombi. Ich werde nicht mehr wirklich, also das ist wirklich, das ist Balance. Ich bin so gespannt, ob mir das schmecken wird in der Kombi. Heavy. Crazy, man erkennt gar nichts, danke Sophia. Was ist ein Kinderriegel drauf? Eine Cashewnuss, Vanille und Karamellpudding. Und ich liebe es, dass sie Salted Caramel genommen hat. Das ist der beste Proteinpudding, den es gibt. Es schmeckt so viel besser als der Ehrmann Karamellpudding. Also sie weiß da wirklich, was gut ist und dass sie da auch so einen feinen Gaumen hat und dann merkt, der Salted ist besser. Ich schmecke gerade nur den Salted Caramel Pudding raus.
Also allein, das muss euch schon dazu bewegen, den zu kaufen, weil der so intensiv schmeckt. Also es ist auf jeden Fall gar nicht so weird, wie ich es mir jetzt gedacht habe. Das nicht. Aber ich glaube, ich bin dann so Pudding essen, dann eine Kinderriegel und die Cashews gibt es morgens auf dem Porridge. Die snacke ich halt echt nie. Vielleicht soll ich das mal öfter machen, aber irgendwie, hatte ich glaube ich schon mal in unserem Video gesagt, da hatte sie mir auch schon so viele Nüsse aufgegeben. Es ist ja auch richtig gut und wichtig, aber irgendwie lasse ich die immer aus. Ich benutze sie nur zur Deko, weil es süß aussieht. Aber sonst finde ich es irgendwie so süß, diese Kombo wirklich. Ach ja. So, ich habe mich gefreut, mal wieder mit dir ein Video zu machen und ich verspreche euch, ihr guckt es ja oder du, dir, wir sehen uns dieses Jahr noch. 100%. Ich glaube, ich mag dich voll. Wenn das jetzt nicht richtig cringe kam. Aber ich glaube, wir verstehen uns. Ciao. So eine süße Maus, oder? Oh Gott. Nee, also wir haben wirklich mal gesagt, es wäre so cool, wenn einer von uns mal in Berlin oder in Frankfurt wäre. Da einfach mal so eine, ja, Foodtour zu starten. Ich finde es so cool. Freut mich aber, dass sie zumindest heute schon mal den Tag begleitet hat. Es war echt wieder sehr interessant, sehr vielfältig und wirklich auch lecker. Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt hiermit von euch, beziehungsweise ich, aber die digitale Kim auch. Schaltet mir unbedingt jetzt bei der Kim ein, denn da habe ich ja ihr Essen bestimmt. Und lasst ihr meine lieben Kommentare sowie ein Abo, sie hat es wirklich verdient. Ich finde ihre Videos auch super, super cool. Ich finde eben auch, sie ist ein gutes Beispiel dafür, dass Essen Spaß macht und dass man sich wirklich never irgendwas verbieten müsste. Und ja, sie ist auch so real und das finde ich auch so schön. Deswegen kann ich sie wirklich mit dem allerbesten Gewissen empfehlen, weitergeben, wie auch immer. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bleibt mir auf jeden Fall gesund und vor allem für die neue Woche. Und dann sehen wir uns hoffentlich alle gesund und munter wieder am Dienstag zu einem neuen Video. Macht es gut und fühlt euch ganz mal von mir gedrückt. Ciao!